Love is in the Air. Das ist nicht nur eines der bekanntesten Lieder der Welt, sondern auch das Motto von Unwucht Erlangen. Und da sind wir heute zu Gast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Flo's Sportwelt. Wir tauchen heute ein in die Welt des Ultimate Frisbee und sprechen mit Abteilungsleiter Dennis Gutlerek über den Sport hier in Deutschland und was diese Sportart so absolut einzigartig macht. Ab zum Kastentor. Ja, und bei mir ist jetzt Dennis, Abteilungsleiter hier bei Unwucht Erlangen. Dennis, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast vor dem Training noch. Sehr gerne. Ich weiß nicht, ob man es in ein paar Sätzen erklären kann. Versuche es. Ultimate Frisbee, klär uns auf. Ultimate Frisbee ist ein sehr dynamischer Teamsport, bei dem es vor allem sehr stark auf dem Spirit of the Game drauf ankommt. Es spielen immer zwei Mannschaften gegeneinander, die versuchen, die Frisbee-Scheibe in der Endzone zu fangen, um Punkte zu machen. Aber dabei gibt es keinen Schiedsrichter, deswegen eben dieser Spirit of the Game. Jeder muss darauf achten, keine Fehler zu begehen, beziehungsweise die Spieler zeigen sie selbst an, wenn sie mal einen Foul begehen. Was zählt das so als Foul? Also ich habe da vorgelesen, Körperkontakt ist eigentlich komplett untersagt, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, Körperkontakt darf nicht wirklich bewusst eingegangen werden. Es ist ein sehr laufintensiver Sport, dass es natürlich immer wieder mal zu Kontakten kommt. Aber wenn es wirklich spielbeeinflussend ist, dann ist es ein Foul. Jetzt kann ich mir zum Beispiel beim Fußball sehr schwer vorstellen, wie es wäre ohne Schiedsrichter. Wie ist da bei euch die Erfahrungen? Wie gut funktioniert dieses Konzept? Im Allgemeinen funktioniert es sehr gut. Es gibt natürlich immer wieder ein paar kleine Ausnahmen, wenn es mal sehr hitzig in dem Moment ist. Aber da wir bei dieser Sportart von Anfang an wirklich diesen Spirit of the Game leben, akzeptieren das auch alle und halten sich da sehr stark dran. Gibt es ein ähnliches Ligensystem wie in Deutschland? Wie sind die Ligen aufgebaut? Du hast das vor der Kamera, also vor der Aufnahme besser gesagt, schon mal erklärt. Wie ist das Ligensystem aufgebaut beim Ultimate Frisbee? Die sind nicht so stark aufgegliedert wie beim Fußball. Also ein derartiges Ligensystem haben wir nicht. Es gibt drei Ligen deutschlandweit. Erste Liga, die wirklich bundesweit ist. Die zweite Liga, die auch immer noch bundesweit ist. Und dann die dritte Liga, die sich in vier Sektoren aufteilt nach den Himmelsrichtungen. Also so Nord, Ost, Nordwest, Südost, Südwest und so weiter. Also da werden dann die Teams entsprechend eingeteilt. Wie bereitet ihr euch im Training denn darauf vor? Also für einen Laien kann man jetzt sagen, am Strand spiele ich auch manchmal Frisbee. Das Ultimate Frisbee natürlich dann schon intensiver. Ja. Aber vom Prinzip her, werfen, laufen, fangen, das sind ja die Grundinhalte. Geht es dann immer ums Verfeinern, was man schon kann? Oder immer die Basics wiederholen? Wie bereitet ihr euch auf die Wettkämpfe vor? Es geht natürlich auch sehr stark um die Basics. Es ist wichtig, dass man läuft, dass man werfen kann, dass man akkurat werfen kann, dass man eben auf die laufenden Spieler werfen kann. Es geht darum, auch dann im Laufen sicher zu fangen. Es ist aber auch enorm wichtig, das Team aufeinander abzustimmen. Also was wir im Training dann sehr häufig machen, sind auch so taktische Elemente, wie man sich im Feld positioniert, welche Laufwege es gibt, wer wann losläuft, damit es halt nicht ein komplettes Chaos auf dem Feld wird, wenn sieben Leute rumlaufen, sondern gezielt sich freilaufen, während der Gegner ja jederzeit versucht zu verhindern, dass Pässe ankommen. Ja, Dennis, wir sprechen gleich weiter über deinen Weg zum Ultimate Frisbee und was du für Ziele hier in Erlangen hast. Zuvor schauen wir uns aber mal gemeinsam an, wie das Training bei Ultimate Frisbee aussieht. Ben Gooden und Ultimate Frisbee, das passt zusammen wie die Faust aufs Auge. Für ihn ist die Randsportart weit mehr als nur eine Nebenbeschäftigung. Die Gründe dafür sind vielfältig. Also die athletische, sportliche ist auf jeden Fall deutlich intensiver, als er so erstmal denkt, finde ich. Dann so das Teamplay finde ich auf jeden Fall sehr schön, weil wenn man die Scheibe mal in der Hand hat, darf man nicht mehr laufen. Das heißt, man kann nur durch Passen vorwärts kommen. Und ich finde, ja, dadurch sind so egoistische Einzelaktionen quasi gar nicht erst möglich, sondern man kann nur mit dem ganzen Team vorankommen. Und das Dritte ist so Fairness einfach. Es gibt keine Schiedsrichter. Ja, alle Sachen werden eigenverantwortlich von den Spielern geklärt. Das heißt, alle sind sehr fair. Macht einfach Spaß. Den Spaß am Spiel lassen sich die Spielerinnen und Spieler von Unwucht Erlangen nie verderben. Das ändern auch die teilweise flapsigen Kommentare von Außenstehenden nicht. Einfach nur hin und her werfen im Park oder am Strand hört man, finde ich, am öftesten. Was man oft hört, ob dann irgendwelche Hunde auch beteiligt sind oder so, die dann in der Scheibe hinterherrennen. Nee, aber es ist ein ernstzunehmender Teamsport, meiner Meinung nach, der sehr anstrengend werden kann. Ja, merken dann auch alle, sobald sie mal gespielt haben, dass es eben nicht ganz so entspannt ist, wie man erstmal denkt.
Alles andere als entspannt geht es auch im Training der Erlanger zu. Denn gemeinsam arbeitet die Mannschaft hart für das Erreichen ihrer Ziele, egal welche das auch sind. Bei mir steht eigentlich der Spaß im Vordergrund. Also ich habe auch bei der DM, also bei der Deutschen Meisterschaft, dritte Liga mitgespielt mit Erlangen. Aber für mich steht wirklich der Spaß im Vordergrund. Wir spielen dieses Jahr noch das zweite Wochenende von der Deutschen Meisterschaft. Wir sind in der dritten Liga von drei. Aber genau, in der Open-Mannschaft ist auf jeden Fall noch ein Aufstieg drin. Da haben wir am ersten Wochenende alle Spiele gewonnen. Bei allen Aufstiegsgedanken für Ben und Unwucht Erlangen steht der Spaß am Ultimate Frisbee weiterhin im Vordergrund. Denn das ist immer noch das Wichtigste. Das sieht bei euch äußerst anstrengend im Training aus. Nochmal zum Sport an sich. Wie taktikgeprägt ist dieser Sport? Sehr taktikgeprägt. Wir haben wirklich sehr stark eingetrainierte Laufwege, die wir laufen. Jedes Mal, wenn ein Angriffswechsel ist, das heißt, wenn der Verteidiger erfolgreich die Scheibe abfangen konnte oder sie eben auf den Boden gefallen ist und das Angriffsrecht wechselt, wird sich erst einmal im Feld positioniert. Und dann gibt es eintrainierte Laufwege, die jeder nachzulaufen hat, mit denen man versucht, sich vom Gegner freizulaufen. Was würdest du sagen, ist Ultimate Frisbee nur ein Fun-Sport oder kann das auch professionalisiert werden? Beispiel USA. Es ist natürlich zu einem großen Teil ist es ein Spaßsport. Auch hier in Deutschland sind die allermeisten, es gibt an fast jedem Wochenende irgendwo ein Spaßturnier. Neben dem normalen Ligabetrieb, den ich ja schon erklärt hatte. Aber auch in den USA gibt es eine Profiliga, wo die Leute ihr Geld damit verdienen. Es kann also professionalisiert werden. Was ich sehr unterschätzt habe, es gibt weltweit über 40 Länder, wo es gespielt wird, und über 5 Millionen Spieler. Das sind ja schon Massen. Ja. Wo siehst du zukünftig diesen Sport? Ist da noch viel, viel mehr drin, was jetzt noch, also Potenzial, was noch schlummert in dem Sport? Auf jeden Fall. Also ich sehe da großes Potenzial in dem Sport. Wir selbst merken es auch, dass wir immer mehr Interessenten dazu gewinnen. Es gibt in Deutschland auch erste Jugendligen, also man fängt so mit U14 an. Das war vor einigen Jahren noch nicht denkbar. Und so wächst einfach die Community in dem Bereich immer stärker. Und das ist natürlich auch das Ziel, das Ligensystem weiter auszubauen und den Sport einfach voranzutreiben, die Leute dafür zu begeistern. Daran gleich anschließend meine letzte Frage für den heutigen Talk. Was würdest du sagen, würdest du dir persönlich wünschen für Ultimate Frisbee und für den Sport? Dass genau dieser Trend einfach weitergeht. Also dass wirklich mehr Leute dazukommen, dass man mehr Mitglieder für die Vereine gewinnt, dass man auch damit dann natürlich irgendwie auch ein bisschen mehr Geld für die Vereine, für den Sport an sich mitbringt, dass man entsprechend mehr Plätze, mehr Teams hat, einfach um voranzukommen und den Sport weiter auszubauen. Dennis, dann hoffen wir, dass diese Wünsche in Erfüllung gehen. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast vor dem Training. Weiterhin viel Erfolg mit Unwucht Erlangen. Danke dir. Danke ebenfalls. Ja, Dennis, genug geredet. Jetzt geht es für uns in den Zweikampf. Wir müssen heute gut zielen. Ich muss da noch gut fangen. Was ist so deine Prognose? Wir haben gerade ein bisschen geübt. Es ist gar nicht so leicht heute. Nee, die Windverhältnisse sind tückisch heute. Ich würde sagen, ein Treffen, zwei Fangen. Das wäre schon okay für mich. Ja. Dann schauen wir mal. Die Windverhältnisse wären schon mal meine perfekte Ausrede für heute. Dennis, wir schauen rein in den Zweikampf. Mögen die Spiele beginnen. Versuch Nummer 1 geht nur knapp daneben. Die Tendenz stimmt also. Die zweite Scheibe streift sogar das halbwegs anvisierte Ziel. Noch habe ich gute Laune, aber auch der dritte Wurf bringt keinen Ertrag. Scheibe Nummer 4 segelt dann über Freund und Feind hinweg ins Netz. Bei einer anderen Sportart wäre das ein Grund zum Jubeln. Mein vorerst letzten Versuch lassen wir dann lieber unkommentiert. Aber auch bei Dennis läuft es zu Beginn nicht besser, sehr zu meiner Beruhigung. Die ersten beiden Versuche fliegen an den Flaschen vorbei. Beim dritten Wurf kommt zwar etwas Bewegung in die Sache, aber zählen tut das natürlich nicht. Mein Kontrahent bleibt positiv, aber auch seine Trefferquote ändert sich nicht. Punktlos geht es in Runde 2, in der Dennis dann vorlegen darf. Zunächst geht es weiter wie gehabt. Die Flaschen stehen sicherer als die Abwehrreihe der italienischen Fußballnationalmannschaft. Aber nicht lange, denn Dennis trifft gekonnt das erste Ziel. Die Versuche 3 und 4 erinnern dann wieder eher an die vorausgegangene Runde. Mit dem letzten Wurf in die goldene Mitte sichert sich dann mein Gegner auf den letzten Meter aber doch noch die 2:0 Führung.
Jetzt stehe ich unter Zugzwang und der Druck ist augenscheinlich zu hoch. Mit den ersten beiden Würfen scheitere ich kläglich. Nach den folgenden beiden Versuchen ist der Traum meiner heldenhaften Aufholjagd bereits ausgeträumt. Auch der Ehrenpunkt bleibt mir am Ende verwehrt und so verliere ich die erste Challenge glatt mit 2:0. Jetzt geht es um die Ehre, denn es hat im Vorfeld zwei gefangene Scheiben vorhergesagt. Diese Vorgabe will ich schlagen. Der Auftakt gelingt, Frisbee Nummer 1 landet in meinen Händen. Die zweite Scheibe pflücke ich runter wie Oliver Kahn den Fußball zu seinen besten Zeiten. Naja, so ähnlich eben. Beim dritten Wurf verlässt mich trotz meiner Brille die Sehkraft und meine 1,87 Meter reichen hier dann nicht mehr aus. Oh mein Gott! Trotz des kurzen Schocks fange ich die vorletzte Scheibe und schlage damit Dennis Tipp mit tatkräftiger Unterstützung der GoPro. Der finale Wurf ist dann zu viel für meine läuferischen Fähigkeiten. Ja, Dennis, ich muss sagen, ein bisschen platt bin ich schon nach den 5 Sprints. Beim Zielen lief es nicht ganz so gut, beim Fangen dafür umso besser. Was würdest du so sagen? Gute 3 von der Schulnote her? War schon ganz gut. War ja sogar über meiner Prognose. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Also bei Unwucht Erlangen kann ich mich dann eintragen. Sehr gerne. Jeder ist jederzeit willkommen, ob Anfänger oder Profi. Kann aller gerne kommen. Perfekt. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche aus Floß Sportwelt. Wir hoffen, Sie hatten Spaß beim Zuschauen und Sie schalten auch am kommenden Mittwoch wieder ein. Bis dahin, bleibt sportlich, tschüss und servus.